Achso, die müssen. Das muss so gedreht werden, dass das praktisch ein. Einen Kreislauf ergibt. Jetzt muss ich die beiden noch drehen. Nicht? Den darf ich nicht? Doch. Jetzt passt's. Guck gerade, ob hier irgendwas Tolles ist. Nicht darunter fallen, Gottes Willen. Aufhebeln. Vor allem, wenn ich hier so dicht da dran stehe, ne? So, einen haben wir. Okay. Einen haben wir. Und da ist ein Brecheisen. Das brauche ich nicht. Ich habe schon eins, okay. So, jetzt den zweiten davon noch finden. So. Oha, er wird angeschmissen hier. Was haben wir denn hier alles Schönes? Granaten. Panzerung. Und Muni. Das ist eine Personaltür. Gut, dann gehen wir hier nochmal lang. Das ist auch eine Personaltür. Da ist ein zweiter Raum. Der geht aber nach oben, okay. So. Tada. Genau. Strom einschalten. Dann nehmen wir mal als erstes den. Und wahrscheinlich dann den. Oder müssen wir den nochmal nehmen? Es bewegt sich immer der daneben mit. Okay, ich habe das schon begriffen. So. Und dann nochmal den. Und dann passt es. Genau. Jetzt den noch schalten wieder. Okay, vorsichtig. Wenn ich hier runterfalle, okay, dann sterbe ich wahrscheinlich nicht unbedingt, aber ich muss es auch nicht herausfordern. Okay, und Hebel. Sehr schön. Und schalten. Die Schlösser sind auf. Geht zum Kern weiter. Verstanden. Oh, noch was, Andy. Was? Nimm die Beine in die Hand, wenn die Ladungen platziert sind. Glaubst du echt, das müsstest du mir sagen? Ja, also Sprengladungen sind immer gefährlich. Ich würde auch nicht in der Nähe bleiben wollen, sagen wir mal so. Wo? Ach, dahin. Ach, das ist diese Scheiß. Komm, nimm mal Mollys. Okay, das sieht besser aus. Was, wo geht's hier lang? Fall zeigt geradeaus, ne? Ich will wissen, was da unten ist, wenn ich ehrlich bin. Ah, mal eben gucken. Eben gucken. Eben kurz gucken. Hier geht es auch, glaube ich, gar nicht groß weiter. Vielleicht sind hier einfach nur ein paar. Ah! Sehr gut. Ein bisschen Muni. Okay. Hier ist dicht. Aber, und ein Zettel! Den lese ich nochmal eben, die Memo. Die Evakuierungstreppe des Reaktors muss immer und jederzeit freigehalten werden. Beachten Sie bitte, dass die Notfalltür des Reaktors nur von innen geöffnet werden kann. Okay. Memo an mich, ich habe mir das gemerkt. So, den haben wir durchsucht. Die beiden kommen wir noch nicht durchsucht haben. Die kamen uns gerade erst entgegen. Wir haben volle Munition, was sehr cool ist. Und wir haben noch drei Mollys. Finde ich auch sehr geil. Da gehen wir gleich rein. Lass mal hier gucken. Was ist denn das? Ein Knopf. Okay. Mhm. Kurz was trinken. Ein Zettel. Maßnahmen bei Notfällen. Hohlladungen müssen in der Waffenkammer gesichert werden. Danke für den Hinweis. Und da ist ein Ordner, den ich haben will. Nimmst du mal bitte den scheiß Stuhl weg. So. Die haben wir alle, die Informationsdinger. Gut. Uff, so kleine Pistole da. Nix da. Will ich nicht. Gefunden habe ich sie ja. Ich habe sie noch nicht aufgesammelt. So, hier geht's weiter, ja? Ich hoffe. Ja, der Fall wird sich schon gleich fangen. Netzhautschalter. So. Nein, I drop my weapon nicht. Scheint richtig zu sein, der Weg. Obwohl ich gerade links die Tür aufgemacht habe. Achso, hier sind nur ein paar Typen. Und ein paar Kisten. Feuer ist auch aus, sehr schön. Links, rechts, geradeaus. Wo will ich denn hin? Das war übrigens ein Zitat aus Monkey Island 4? Nee. Ach nee,
auf die Parodie von Monkey Island 1. Da gibt es so einen Videozusammenschnitt. Ah, genau, hier bin ich wieder. Ja, ist aber jetzt gerade irrelevant. So, hier bin ich aber auch falsch, oder? Muss ich hier wirklich lang? Nee. Hier bin ich falsch. Aber wir nähern uns jetzt großen Schritten dem Ende. Und zwar geht es jetzt noch in den Hauptkern, den wir gerade angeschmissen haben. Und da gibt es noch ein bisschen Action. Und dann sind wir bald am Ende. Aber es wird noch interessant, Leute. Storytechnisch kommt da noch was. So. Ich muss wieder hier lang, kann das sein? Wozu muss ich denn überhaupt den Schalter betätigen? War das alles nur optional wieder? Ich glaube, ich muss... Nee. Oder? Habe ich da irgendwas verpasst? Ich glaube, ich muss hier wieder zurück. Nee. Kann ja nicht sein. Da komme ich ja gar nicht zurück. Ey, was habe ich denn gemacht? Ich muss da unten zum Hauptschalter. Was habe ich denn da jetzt eben übersehen? Ich gehe da nochmal lang. Das habe ich gemacht. Diese Tür ist jetzt offen. Dann können wir hier lang. Da rechts kommen wir her. Waren wir hier nicht? Hier waren wir doch schon mal. Achso, jetzt kommen wir hier nur wieder raus. Alles klar. Gut. Da sind wir gleich am Ziel. Reactor Core. Okay, die Tür ist jetzt auf. Sehr schön. Es geht los. Hey, der ist runtergefallen. Cool. So, die sind schon mal beide platt. Sieht schon geil aus, ne? Hat was. Ich finde, es ist beeindruckend. So, wo bin ich? Tot. Interessant. Ich konnte da anscheinend irgendwo runterfallen. Aber das war ja gerade ein Kontrollpunkt da. Das ist das Gute. Also nochmal das Ganze. Habe ich gut gemacht. Kommt der andere auch? So. So, also ich darf hier nicht runterfallen an den Seiten. Gut, wissen wir das auch. Aha, hier ist ein Gedöns. Ich gehe mal hier hoch. Ups. Wer hat mich neben abgeballert? Ach, da unten? Nee. Irgendwo müssen hier ein paar Typen langlaufen, die mich nerven. Und da hätten sie wahrscheinlich nur wieder... Sind das Personaltüren oder richtige? Ja, sind Personaltüren, okay. Ich bleib erstmal oben. Ein bisschen Panzerung und so von den Leuten abzwacken. Wer hat mich da eben abgeballert? Was war das gerade? Ach, da ist ein Löchlein. Da ist eine Leiter. So. Hier, ach so, an jedem Fuß praktisch. So. Da auch. Also irgendwo ist da oben einer, der mich ärgern will. Wenn ich wüsste, wo du genau stehst, ne? Würde ich dich töten. Da! So, nun habe ich dich getötet. So, den haben wir schon. Da müssen wir noch einen. Dann haben wir, glaube ich, alle vier. Und dann müssen wir hier ganz schnell raus, würde ich sagen. Objekt platzieren. Und weg hier. Alle Ladungen platziert. Verschwinde jetzt. Wir kommen dich holen. Okay. Raus hier! Kann man sich das noch angucken? Ja, nicht wirklich. Oh, jetzt wird hier... Jetzt geht hier alles kaputt. Jetzt müssen wir raus. Reaktor-Kollaps in 50 Sekunden. Das ist interessant. Ich hoffe, ich gehe hier richtig. Ich glaube nicht. Scheiße. Hier bin ich nicht überhaupt hingekommen. Da, ne? Bin ich... Scheiße, wo bin ich? Da... Ich weiß es nicht mehr. Nein. Ah, ich bin gleich tot. Ich bin
bin doch daher gekommen, ne? Ich weiß es nicht. 10 Sekunden. Oh, 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 ich bin gleich tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Wir waren hier richtig. Nee. Jetzt gehe ich genau in den... Ja. Ah, okay, Leute. Wir müssen rauskommen. Ja, danke. Ich habe gemerkt, dass ich tot bin. Alle Ladungen platziert. Verschwinde jetzt. Wir kommen dich holen. Wo muss ich denn genau lang? Haben wir gesehen. Kann ich nicht wegdrücken? Okay. Ja, ist ja gut. Ja, 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 ja. Ist gut. Danke. Ich muss, glaube ich, gegenüber, da, da muss ich rein. Da komme ich doch her. Oh. Also eigentlich. Ich hoffe, dass es hier auch noch geht. Okay, du bist tot. Boah. Da müssen wir hin, genau. Schnell. Sehr schön. War zwar eine ähnliche Sequenz, aber immerhin. So, 8 Primärziele haben wir alle erledigt. Und ein Sekundärziel hat er verpasst. Ist egal. Genauigkeit 18%. Feinde ausgeschaltet. Alle. Alle 100. Wow. Waffen haben wir eine wieder nicht angewählt wahrscheinlich. Eine Information. Nee, 3 Informationen nicht gefunden. Und kombinierte Gegenstände fehlte einer. Aber egal. Jetzt gucken wir uns an, was passiert hier jetzt noch zum Schluss. Viel Spaß damit. Tja, Leute, das war Cold Winter, mein Replay zu diesem Spiel. Es kommt gleich noch eine kleine Endsequenz, keine Sorge, aber erstmal die Credits. Ich muss zusammenfassend nochmal sagen, ich finde, dies ist einer der coolsten Shooter für die PlayStation 2. Und abgesehen jetzt mal von den Klassikern wie Doom oder so, ist das hier wirklich der Shooter, den ich am meisten gespielt habe in Kindheits- und Teenager-Tagen. Ja, ich finde die Synchro super, gerade mit Martin Kessler und mit Franziska Pigula, die jetzt leider zum letzten Viertel hin der Geschichte verstorben ist, also im Spiel. Ja, muss ich sagen, gefällt mir das sehr, sehr gut. Ansonsten ist das natürlich alles ein bisschen grafisch schon zu toppen, ne, will man, kann man nicht sagen, aber hier, ich sag mal, die Lippensynchronisität kommt auch überhaupt nicht hin. Was natürlich auch vielleicht an der Übersetzung ein bisschen hapern könnte. Vielleicht ist es im Englischen besser, das weiß ich jetzt nicht so. Ich habe das Spiel noch nicht auf Englisch gespielt. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Ich habe mir auch mal vorgenommen, das Spiel auch immer mal auf Profi zu versuchen. Vielleicht werde ich es dann mal auf Englisch durchspielen, nur mal, um zu gucken, ob es dann synchroner ist. Aber ansonsten finde ich so vom Gameplay her macht es wahnsinnig viel Spaß und storymäßig auch sehr gelungen. Ja, was bleibt mir noch anderes so zu sagen? Rundum ein echt cooles PlayStation 2 Shooter-Spiel. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal an den Dave, der hier zu Gast war. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich auch, es hat euch da draußen Spaß gemacht. Ja, wenn mal wieder ein Shooter ansteht, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir mal einen James-Bond-Shooter zusammenspielen. Ich habe mir da einige geholt. Ich weiß nicht, ich habe das letztens im Stream einmal kurz präsentiert. Da waren ja vielleicht wahrscheinlich nicht alle dabei, die hier dieses Spiel verfolgen. Jedenfalls habe ich mir ungefähr 7 James-Bond-Spiele geholt für PlayStation 2 und PlayStation 1. Also da kann durchaus mal was im Shooter-Bereich dann von James Bond kommen.
Und ja, ansonsten ist erstmal jetzt Pause mit Shooter. Nach diesem Spiel werden wir ein kleines Jump'n'Run spielen. Es wird nicht besonders lang sein, das Spiel, aber es ist cool und hat geile Musik. Das ist bei mir immer wichtig, wisst ihr. Und zwar spielen wir Lucky Luke für den SNES, also für den Super Nintendo. Und ja, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Ich bin gespannt, wie euch das Spiel gefällt. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt, habe nicht mehr so viele Erinnerungen dran, aber ich weiß, dass es cool war. Und es ähnelt ein bisschen dem Spiel, was der Dave bereits für PlayStation 1 Let's Played hat. Das war ja auch ein Lucky Luke Spiel. Und es ist von der Aufmachung her ähnlich, aber auch ein paar andere Missionen dabei. Und ja, lasst euch mal überraschen. Es ist eine sehr, sehr schöne Sache. Das wird also hier nachkommen. Und ja, gleich sehen wir, wie gesagt, noch eine kleine Cutscene, wo wir nochmal John Gray wiedersehen werden. Und er zieht, glaube ich, nochmal ein kleines Fazit, ob er nun zufrieden ist mit unserer Mission, beziehungsweise mit der Durchführung der Mission. Und ja, noch ein paar abschließende Worte zu Cold Winter allgemein. Und ja, ob er es nun verdient hat, zu überleben, der John Gray, oder nicht, das könnt ihr euch mal selbst durch den Kopf gehen lassen. Natürlich hat er eine Menge Mist gebaut mit dieser ganzen Scheiße hier. Und zum Schluss hin, denke ich, hat er noch die Kurve gekriegt und gesagt, nee, komm, wir müssen diese ganze Anlage und Cold Winter damit vernichten. Immerhin hat er es zum Schluss noch begriffen. Von daher, ja, ist es zu spät, ist es nicht zu spät. Es sind viele Menschenleben deinetwegen draufgegangen. Und ja, ihr könnt selbst entscheiden, hat er es verdient zu leben oder nicht. Vielleicht hilft euch ja die letzte Cutscene gleich noch bei eurer Entscheidung. Und mich würde allgemein mal eure Meinung zu diesem Spiel interessieren. Was ihr denn so davon haltet. Storytechnisch, Synchro, Grafik, meinetwegen auch. Eure Meinung. Ich hoffe jedenfalls, es hat euch viel Spaß gemacht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es ja wirklich seit 2011 nicht mehr gezockt. Und das war jetzt wieder eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ein paar Momente waren mir gar nicht mehr so bekannt. Aber im Großen und Ganzen wirklich hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt noch eine kleine Endsequenz. Macht ein Ende, wertloser Abschaum, der ihr seid. Ich lasse dieses Ende jetzt einfach mal so stehen. Ihr könnt gerne drüber nachdenken. Und ja, ich lasse euch mit diesen letzten Eindrücken hier alleine. Wie gesagt, ich hoffe, das Spiel hat euch Spaß gemacht. Das war mein Replay zu Cold Winter. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem nächsten Projekt wieder. Von daher sage ich, bleibt mir treu. Euer Alex sagt Ciao. Bis zum nächsten Mal.